Heute beschäftigen wir uns mit den besonderen Verben des Mittelhochdeutschen. Das sind diese Verben, die weder schwache noch starke Verben sind. Manche von ihnen waren früher mal das eine oder das andere, bilden aber im Mittelhochdeutschen ihre Flexionsformen auf besondere Art und Weise. Und deswegen sprechen wir sie zunächst einmal als eine Gruppe der besonderen Verben an. Die größte Gruppe von besonderen Verben sehen Sie schon hier, das sind die sogenannten Präteritopräsentien. Dieser Name ist ein sprechender Name. Man kann sich aus dem Namen sehr viel ableiten. Und zwar handelt es sich bei den Präteritopräsentien eigentlich ursprünglich um starke Verben. Ich erinnere nochmal daran, starke Verben bilden ihre Flexionsformen, ihre Stammformen, Konjugationen, durch die Zeitformen Präsens, Präteritum, über eine Änderung des Wurzelvokals, also durch den Ablaut. Das haben auch ehemals die Präteritopräsentien getan, aber im Laufe der Sprachgeschichte ist etwas Besonderes geschehen. Wir sehen hier in der ersten kleinen Tabelle zwei Verben, von denen eins eben ein Präteritopräsentium ist, nämlich wissen. Zum Vergleich habe ich Ihnen hier mal die Formen, die Stammformen des Verbs riten mit dazu aufgeführt. Riten, Sie wissen das, langes I im Infinitiv, also erste Ablautreihe. Und riten bildet entsprechend seine Stammformen wie folgt. Ich rite, wir riten, ich rät, wir ritten, geritten. Und dieses Verb wissen hat das früher auch einmal getan, aber im Mittelhochdeutschen sehen die Formen ganz anders aus. Und zwar heißt es im Infinitiv wissen und dann in der ersten Singular oder in der ersten Plural dann Präsens ich weiß und wir wissen. Und dann sehen wir, dass in der ersten Singular Präteritum, in der ersten Plural Präteritum und im Partizip die Formen wie schwache Formen gebildet werden, obwohl trotzdem ein Ablaut vorliegt. Was ist geschehen? Sie sehen das schon ein bisschen an diesen Pfeilen, was da passiert ist. Ich erläutere das im Folgenden noch ein bisschen genauer. Es ist nämlich so, dass bei diesen ehemaligen starken Verben die ursprünglichen Präsensformen im Laufe der Sprachgeschichte abhanden gekommen sind. Die Gründe müssen uns an dieser Stelle nicht interessieren. In den folgenden kleinen drei Tabellen sehen Sie eine Rekonstruktion, die jeweils keinen sprachgeschichtlichen Ist-Zustand abbildet, aber so ungefähr können Sie sich vorstellen, was passiert ist. Also Präsensformen sind im Laufe der Sprachgeschichte verschwunden. Das heißt im Infinitiv Wissen, erste Singular Präsens, entsteht im Prinzip eine Lücke. In der ersten Singular Präteritum, wenn Wissen früher einmal ein starkes Verb in der ersten Ablautreihe stand, heißt es ich weiß, ebenso wie ich rät. In der ersten Pluralpräteritum wissen wie ritten und gewissen wie geritten. Ja, eine ganz normale Formen, ganz normale starke Stammformen der ersten Ablautreihe. Nur in der ersten Singularpräsens ist diese Form ausgefallen. Wenn eine Form fehlt, muss sie irgendwie gefüllt werden. Ja, das ist sozusagen ein sprachgeschichtliches Gesetz. Wenn irgendwo eine Lücke entsteht, dann muss diese gefüllt werden. Erinnern Sie sich an die Lautverschiebung, wenn PTK verschwinden, in Anführungsstrichen, dann müssen PTK irgendwo an einer anderen Stelle wieder auftauchen, weil nicht einfach Buchstaben aus dem Alphabet oder Laute aus dem Lautfond der germanischen Sprache verschwinden. Und so ist das eben hier auch. Also erste Singular Präsens fällt aus, verschwindet aus irgendwelchen Gründen. Und was dann geschehen ist, ist, dass die erste Singular Präteritum, ich weiß, ehemals Präteritum, an die Stelle des Präsens rückt. Das ist dieser erste rote Pfeil in der ersten Tabelle oben. Also wissen, ich weiß, wie es heute auch im Neuhochdeutschen heißt, ich weiß, Präsens, ehemals Präteritum, jetzt bedeutet die Form aber Präsens. Das hat natürlich zur Folge, dass wiederum die Präteritumsformen fehlen. Ja, wenn die an die Stelle des Präsens rücken, dann fehlen Präteritumsformen
Und was passiert? Stattdessen, da kommen jetzt schwach gebildete Präteritumsformen hinzu, werden in Analogie zu schwachen Verben gebildet, nämlich mit Dentalsuffix, so dass es eben heute heißt, oder im Mittelhochdeutschen heißt, wissen, ich weiß, ich wisste, wir wissten und gewisst. Das sind die Stammformen des Präteritum Präsentium Wissen. Also, was bedeutet das jetzt genau? Ehemalige starke Verben verlieren im Laufe der Sprachgeschichte ihre Präsensformen. Ehemalige Präteritumsformen rücken an die Stelle der Präsens, des Präsens, tragen nun Präsensbedeutung und die verloren gegangenen Präteritumsformen demzufolge werden schwach gebildet. Das ist die Geschichte der Präteritopräsentien und so kann man sich das auch eigentlich ganz schön aus dem Namen herleiten. Ehemalige Präteritumsformen nehmen Präsensbedeutung an. Dadurch müssen neue Präteritumsformen gebildet werden und das tun sie auf schwache Weise. Und so kommt es eben dazu, dass bei diesen Präteritopräsentien Merkmale der starken und der schwachen Flexion vermischen. Es gibt einen Ablaut I zu A und es gibt aber auch noch Dentalsuffix als Markierung des Präteritum. Und von diesen Präteritopräsentien gibt es im Mittelhochdeutschen 9 Stück. Das kann man sich ganz gut merken. Man muss sie sich auch merken und verstehen, warum diese Verben besondere sind, weil sie sehr gehäuft vorkommen. Sie sehen, dass viele von ihnen eben auch als Modalverben fungieren. Wir werden das noch anschauen, wenn wir noch ein bisschen stärker in die Syntax hineinschauen und insbesondere die Tempusbildung. Da werden diese Präteritopräsens in einige von denen sehr frequent auftauchen, weil sie Hilfsverben sind, um Zeitformen zu bilden. Und daher ist es wichtig, dass Sie die kennen. Also das sind wissen, tuggen, gunnen, kunnen, dürfen, turren, sollen, mögen und müssen. Und nur als kleine Randinformation habe ich Ihnen hier noch die ehemaligen Ablautreihen mit angegeben, damit Sie dieses System, das ich Ihnen gerade am Wissen gezeigt habe, hier nochmal an jedem einzelnen Verb nachvollziehen können. Zu den Bedeutungen, da sehen Sie auch, gerade deswegen, weil diese Verben häufig Hilfsverben sind, nehmen auch teilweise recht unterschiedliche Bedeutungen an, also sollen, müssen, liegt noch relativ nah beieinander und müssen, sollen, dürfen, können, da ist die semantische Bandbreite schon relativ groß und kann sehr häufig sogar über die Satzsemantik entscheiden. Da muss man sehr, sehr textnah, textsensitiv übersetzen. Die fettgedruckten, das sind diejenigen Bedeutungen, die vielleicht etwas überwiegen, ja? Also die häufiger zutreffen, aber alle anderen können eben auch zutreffen. Also wichtig, 9 Präteritopräsentien mit dieser besonderen Sprachgeschichte sollten Sie kennen und entsprechend auch übersetzen können. Schauen wir uns noch 2 andere Gruppen von besonderen Verben an. Das sind zunächst die Wurzelverben. Und zwar sind das Verben, denen bei den flexierten Formen der Bindevokal fehlt. Das heißt, die Flexionsendung tritt direkt an die Wurzel. Und damit erhält diese Verben gewisse Merkmale, eine Vermischung von Merkmalen starker und schwacher Flexion. Erste Singular Präsens zum Beispiel endet auf N oder da fehlt manchmal sogar das N, also stan oder star, aber auch mit E, stehen oder ste. Und dann sehen wir hier wieder den Wurzelvokalwechsel, ja? Also ein typischer Ablaut, ur, und also sturnd und sturnden. Ich habe jetzt einfach mal stan herausgenommen. Wissen Sie auch, das wäre dann ursprünglich 6. Ablautreihe. Und dann heißt es im Partizip Präteritum gestan oder auch gestanden und sturnden und sturnd. Da haben wir jetzt auch schon das Dentalsuffix. Also sowohl Ablaut als auch Dentalsuffix. Und im Partizip Präteritum bei stan und garn haben wir da dann auch, nur bei stan haben wir dann eben auch noch dieses Nebeneinander gegarn, gegangen. Auch da haben wir ein Nebeneinander von 2 verschiedenen Formen.
Also Wurzelverben, einfach nur merken, tun, starn und garn. Da tritt die Flexionsendung direkt an die Wurzel. Dadurch kommt es zu einer Vermischung von schwacher und starker Flexion. Bei den kontrahierten Verben sieht es eigentlich ganz ähnlich aus. Trotzdem ist die Geschichte dieser Verben eine andere als bei den Wurzelverben. Und zwar das Signifikanteste an den kontrahierten Verben ist, dass es jeweils auch synchron eine nicht kontrahierte Form gibt. Also die existieren nebeneinander synchron, das heißt auf einer Sprachebene und eben auch durchaus in einem und dem gleichen Text, in einem und dem gleichen Vers können beide Formen vorkommen. Und trotzdem weisen diese kontrahierten Formen wiederum dann ein Nebeneinander oder eine Vermischung von dieser Voll- und der Kurzform auf, also der kontrahierten und der nicht kontrahierten Form. Und das trifft vor allem bei den Verben zu, die nach dem Wurzelvokal ein H, also ein Achlaut oder ein Hauchlaut, wie auch immer man das ausspricht, aufweisen. Also, da hätten wir zunächst Hahn, also haben ist da die nicht kontrahierte Form. Und da sehen Sie dann auch entsprechend Hahn, harte, harten, gehabet und gehabt. Und Sie sehen auch hier, da handelt es sich eigentlich natürlich um ein schwaches Verb. Ja? Also die nicht kontrahierte Form ist haben. Also hier kann man eben nicht sagen, ja, das sind halt ehemals starke Verben, sondern das kann sowohl starke als auch schwache Formen betreffen und hat eben nichts damit zu tun, dass die Flexionsendung direkt an die Wurzel tritt, wie das bei den Wurzelverben der Fall ist, sondern dass bestimmte Silben, also abe, egge, agge, diese haben wir schon in anderem Zusammenhang mit der Kontraktion besprochen, dass diese eben zum Kontrahieren neigen und dann zum Beispiel lange Vokale ausbilden oder eben auch eine Kontraktion zu A. Ja, denken Sie an Sigifried, der dann eben auch Seifried heißen kann. Und das ist nämlich der Grund für diese kontrahierten Verben. Aber es kann eben auch eher, also eigentlich starke Verben betreffen, insbesondere die von der siebten Ablautreihe sind da betroffen. Hahn, also hängen, das kommt eben von der nicht kontrahierten Form hachen oder auch hangen, das gibt es beides. Und auch hier haben wir dann wieder eine seltsame Vermischung, also diese Kontraktion und wir haben eben auch eine hier schwach gebildete Präterita. Bei fahren ist es noch viel deutlicher, siebte Ablautreihe, da haben wir auch noch das IE in Präteritum, in den Präteritumsformen, bei allen anderen steht dann das kontrahierte A. Bei slan sehen wir das auch, sechste Ablautreihe, slurg, slurgen, da sehen wir wieder das typische UO in den Präteritumsformen, aber wir sehen auch diese kontrahierten Wurzelvokale in dem Präsens und in Partizippräteritum. Und bei Lahn sehen wir auch wieder das Ihr, siebte Ablautreihe, aber eben gleichzeitig auch noch die kontrahierte Form Lahn und La und gelassen bzw. gelahn. Da haben wir wieder ein Nebeneinander eben von Kurz- und Vollform. Die sind im Text insgesamt eigentlich sehr leicht zu erkennen. Das gilt auch für die Wurzelverben. Wichtig ist, dass Sie hier verstehen, dass Wurzelverben und kontrahierte Verben zwar eine ähnliche Phänomenologie haben, das heißt, sie sehen ähnlich aus in den Texten, haben aber eine sehr unterschiedliche Geschichte. Und bei den kontrahierten Verben existieren kontrahierte Formen und nicht kontrahierte Formen eben nebeneinander. Jetzt kommen wir zu sien und wessen. Über wessen haben wir schon im Zusammenhang mit den starken Verben gesprochen. Wessen, ganz normales, starkes Verb in der fünften Ablautreihe. Aber es gibt eben auch das Verb sien. Und also sien als Infinitiv, sien, diese Form ist eigentlich eine Wurzelverbform. Allerdings ist sie unselbstständig und oder unvollständig und sie bildet eben keine weiteren Formen aus, also vor allem eben nicht im Präteritum. Und auch nicht in der zweiten und in der dritten Person. Und um sozusagen ein ganzes Verb mit allen Flexionsformen abzubilden, kommt es hier zu einem sehr merkwürdigen Fall, dass verschiedene indogermanische Stämme zusammengefasst werden und also eigentlich aus unterschiedlichen Verben einzelne Formen zu einer zu einem ganzen Flexionsspektrum sozusagen zusammenkommen. Und da haben wir neben dem Infinitiv oder erst in der ersten Plural Präsens, sien,
kommt der Stamm S, das also aus dem lateinischen Est kennen Sie das, was sozusagen unser neuhochdeutsches und mittelhochdeutsches Ist ist, also indogermanisch S. Sie sehen dieses Sternchen, Sie erinnern sich, das ist eine rekonstruierte Form, also aus der Erforschung der Sprachgeschichte rekonstruierte Form des Indogermanischen. Dann kommt dazu die indogermanische Silbe Poi, also haben Sie dieses B, BH, diesen behauchten Verschlusslaut, der dann nach der Lautverschiebung, den wir dann auch bei Fui oder Futurus im Lateinischen sehen können, das wird dann zum Mittelhochdeutschen, auch zum Neuhochdeutschen Bin und Bist. Und eben die indogermanische Silbe Wes, ebenfalls rekonstruiert, die dann das starke Verb Wesen bildet. Und diese drei indogermanischen Silben ergeben insgesamt das Flexionsspektrum von Sin bzw. Wesen. Es ist nun der Fall, dass Wesen eben nicht unselbstständig ist, zumindest nicht bis in das 11. Jahrhundert, im 10. Jahrhundert und im 11. Jahrhundert kann man eben auch noch die Form Ich wisse finden. Die verschwindet dann tatsächlich und wird dann ersetzt durch das, was Sie jetzt hier in der Tabelle sehen. Ich bin, wir sehen, ich was, wir waren. Du bist, ihr seht, du wäre, ihr waret und es ist, sie sehen, es was, sie waren. Ja, das ergibt dann sozusagen halt hier dieses Spektrum. Wenn wenn man jetzt fragen würde, was der Infinitiv von wir waren ist, dann würde die Antwort wesen heißen. Ja? Fünfte Ablautreihe, starkes Verb. Wenn man nach der Form ihr sieht fragt oder nach dem Infinitiv der Form Pluralpräsens ihr sieht, dann würde der Infinitiv sehen heißen. Das ist eine tatsächlich etwas komplizierte und merkwürdige Angelegenheit, dass hier quasi so zwei Verben miteinander eine Beziehung eingehen und sich zunächst jeweils ergänzen und dann aber eben auch dazu führt, dass etwa diese Präsensform von wesen, fünfte Ablautreihe, starkes Verb, dann im Laufe der Sprachgeschichte dann eben auch wieder verschwindet. Ja? Während wir die Präteritumsform ja heute noch haben, also wir waren, wir sind gewesen, das ist uns geblieben, aber die Form ich wisse ist eben durch diese Form ich bin ersetzt worden. Kommen wir noch zu einem ganz besonderen Verb. Das ist sofern ganz besonders, weil es im Prinzip sozusagen eine eigene Gruppe bildet, weil dieses Verb, das wellen heißt, also wollen, seine Flexionsformen so bildet wie einfach kein anderes Verb. Und was sieht man da? Diese ganzen einzelnen Formen sind jetzt hier mal aufgeführt. Das ist im Text absolut schnell zu erkennen, wenn einem das Verb wellen bekannt ist. Kommt natürlich sehr häufig vor. Wiederum auch ein Hilfsverb zur Konstruktion von Zeitformen, aber auch als Vollverb häufig vorhanden. Und wir sehen auch hier eben wiederum, sowohl im Indikativ als im Konjunktiv, Besonderheiten, und zwar wiederum eine Vermischung von starker und schwacher Flexion. Wir sehen einen Wurzelvokalwechsel, I, E, O. Wir sehen im Konjunktiv aber auch einen Wechsel von O und Ö, also das heißt, es gibt ein Umlautverhältnis, es gibt zwei synchron nebeneinander existierende Formen, die also schwach gebildet sind zunächst, aber eben auch einen Umlaut aufweisen und sowohl ohne als auch mit Umlaut im Konjunktiv stehen können. Das ist auch eher ungewöhnlich. Und ich habe es gerade schon gesagt, wir sehen auch wieder das Dentalsuffix als Markierung, das Präteritum und eben ein Nebeneinander von starker und schwachen Merkmalen, Ablaut, Umlaut, wir sehen Dentalsuffix, wir sehen auch den Wegfall des Bindevokals, also wir wellen und wir wellen, ja, E fehlt da, das E fällt aus, E-Elision, wellet, wellt und wellend, wellend. Da kann man eben auch im Prinzip auch ein Merkmal eines Wurzelverbs erkennen. Also mehrere Besonderheiten kommen in diesem Wellen zusammen. Sollte man einfach wissen, dass Wellen zu den besonderen Verben gehört und eben nicht mit einfachen, starker oder schwacher Flexionsformen gebildet werden kann.
Zuletzt schauen wir uns noch zwei Verben an, die man eben auch noch irgendwie ja, gemeinsam betrachten kann, die wir unter Mischkonjugation ansprechen. Auch hier wiederum Merkmale starker und schwacher Verben, aber eben wiederum mit einer anderen Geschichte und mit einer anderen Ausprägung, andere Phänomenologie dieser Mischzustände, die wir jetzt aber auch schon an den anderen Verben gesehen haben. Und das sind die Verben beginnen und bringen. Beginnen kommt sehr häufig vor, ist kein eigentliches Modalverb, aber wird für bestimmte syntaktische Verwendungen als so eine gewisse Hilfskonstruktion verwendet im Mittelhochdeutschen. Deswegen kommt es frequent in Texten vor. Und hier sehen wir auch wiederum eine Mischung von starker und schwacher Flexion. Wir sehen Dentalsuffix, begunde, begunden und auch beim Präteritum von bringen, bracht und brachten. Da sehen wir außerdem noch typischerweise den Primärberührungseffekt, der sich ja bei der Flexion von schwachen Verben einstellt, im Präteritum, also die primäre Berührung des Gutturals mit dem folgenden Dental und dann die Bildung des Reibelauts stattdessen mit einer Ersatzdehnung, also von kurzem Vokal zu langem Vokal. Und wir sehen natürlich trotzdem auch noch, da ist wieder das Merkmal des starken Verbs, den Ablaut, das heißt die Wurzelvokaländerung von Präsens zu Präteritum. Und das war es eigentlich schon mit den besonderen Verben. Sie wissen aber auch natürlich, dass es andere Besonderheiten, zum Beispiel bei schwachen Verben, gibt. Eine habe ich jetzt gerade angesprochen, Primärberührungseffekt, auch der sogenannte Rückumlaut, der eigentlich ein nicht umgelautetes Präteritum einiger schwachen Verben ist. Das sind auch Besonderheiten von schwachen Verben, aber hier haben wir es tatsächlich mit Verben zu tun, die durch all ihre Flexionsformen Besonderheiten aufweisen und es zu verschiedenen Mischverhältnissen von starker und schwachen Merkmalen kommt oder eben auch, wie bei Sien und Wessen, zu Vermischungen von verschiedenen indogermanischen Silben.